Was? Na, dann gucken wir gleich mal nach, was das Menü mir zu sagen hat. Anleitung. Manipuliert die Realität mit verschlüsselten Zeichenketten. Menü benutzen. Was soll mir das jetzt genau sagen? Menü benutzen? Karte? Blicke ich jetzt nicht, was mir das jetzt sagen soll. Menü benutzen, das ist das. Manipuliert die Realität mit verschlüsselten... Was? Verbesserter Drohnenstarter, ja. Durchgangscode-Werkzeug. Wo brauche ich das denn? Manipuliert die Realität mit verschlüsselten Zeichenketten. Menü benutzen. Okay, vielleicht bin ich noch an keiner Stelle gewesen, die das braucht. Soll es das auch geben? Ganz schön seltsam. Puh. Ja. Moment mal. Das hier sieht verdächtig aus. Irgendwas. Da stimmt doch was nicht. Hier. Da ist doch was. Sieht man das? Da ist was. Aha. Am Rahmen gesehen, hier war der Rahmen vom Raum nicht so ganz fest, also festgelegt, irgendwie so definiert. Wo komme ich denn jetzt eigentlich hier hin? Hier komme ich wieder nach links, okay. Also da unten ist auf jeden Fall noch ein Raum. Ich will da hin. Ich will da hin. Ich will diesen Raum, den ich mit der Drohne machen muss. Ja, ja, ja. Den will ich jetzt schaffen. Aber ich kann mal danach... Ich probiere das jetzt nochmal, solange die Drohne aufladet. Aufladet, was für ein Deutsch. Solange die Drohne auflädt, werde ich diese Notizen mal lesen. Kann ich da eigentlich rein? Und wenn ja, was bringt es mir? Nix. Nix. Ganz und gar nichts. Na gut. Also, nochmal da hoch. Geh weg, komischer Skorpion. So. Um. Und wo ist wieder die Passage mit der Drohne da? Also, ich probier's nochmal. Ja, ja, ja. Tschüss, Junge. Hier waren wieder diese komischen Fußbälle. Da muss ich diesmal aufpassen, dass ich nicht zu viel Schaden nehme einfach. Und an den Dämpfen schon mal gar nicht. So. Na? Komm her. Lieber Fußball. Da habe ich ein bisschen HP zurückbekommen. Auch nicht schlecht. Haha! Geht zwar eine Weile, aber ich spare mir einen Haufen HP. Den brauche ich bei den... Oh. Den brauche ich bei den Zombies wieder. So, den Junge, den kann man auch verarschen. Tschüss. So. Oh, da habe ich es gerade gesagt. Und dann laufe ich da wieder in diesen Theater-Dinger rein. Du leckst mich am Arsch. Du kannst nämlich eh nichts. So. Einmal den Fußball. Und tschüss. Und den auch noch. Und weg. Und zisch und klack. Und huhu. So, da unten war noch eine Notiz. Gucken wir uns später an. Jetzt müssen wir erstmal hier durchkämpfen. So. Hey. Haha. Die Killer-Drohne ist auf dem Weg zum Sieg. Ist auch gut zu wissen, dass die mich anspringen. Hätte ich vielleicht vorher drauf achten sollen. Wo komme ich denn hier hin? Hier gibt es bestimmt ein tolles Upgrade. Ja. Eine neue Waffe. Vorange. Gabelförmige Energieblitze. Okay.
Dankeschön. Probieren wir gleich mal aus. Alter, was? Oh, cool. Nehme ich. Ja, bitte, mehr davon. Gefällt mir sehr. Wenn der jetzt noch ordentlich Schaden macht, dann bin ich voll dabei. Okay. Kurzer Überblick, wo wir denn jetzt sind. Mal noch kurz auf die Uhr schauen, Entschuldigung. Okay. Eine Stunde durch, ist noch ein bisschen Luft. Inventar. Notizen. Macke, 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 macke. Nö, kann ich jetzt doch nicht übersetzen. Oder doch? Nö. Kann ich immer noch nicht lesen. Der Spalt. Ja, das... Das haben wir ja schon. Ja. Da ist wieder diese... Ja, das war Englisch. Sutranische Übersetzung. Wie kann ich die denn jetzt übersetzen? Passwort. Passwort eingeben. Was? Wie kriege ich ein Passwort? Was? Passwort? Notizen? Ich bin... irgendwie verwirrt. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Was soll ich denn mit einem Passwort? Ich weiß, völlig überfordert. Guck mal, steht da irgendwas drin? Ah, Reveal Sutran. Ah, also Reveal. Reveal. Sutran. Oh Gott, bin ich lahm. Speichern. Okay. Und jetzt? Kann ich jetzt die Notizen lesen? Werden wir es mal sehen. Nö. 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 Variante und sein Opfer. Deaktivieren? Aktivieren. Ich bin jetzt doch ein bisschen verwirrt. Ich kann die aber immer noch nicht lesen. Okay. Ich gehe jetzt zuerst mal in eine Speicherstation. Was ich gespeichert habe. Was brauche ich die denn? Reveal Sutran. Wo ging es eigentlich nochmal in diese geheime Welt? Das weiß ich jetzt ja auch nicht mehr. Naja. Muss ich mich nochmal ein bisschen umschauen. Hier gibt es auf jeden Fall noch was zu entdecken. Und hier auch. Nur dieser Raum ist echt noch zu heavy. Hier haben wir auch noch mal was in Edin. Wo ist Edin noch mal? Ach, das ist da, okay. Edin haben wir auch noch jede Menge zu entdecken. Und hier gibt es auch noch was zu entdecken. Ne, hier gibt es nichts zu entdecken. Jetzt lass mich doch mal die da angucken. Cool. Gibt es hier noch was? Da unten, da ist auch noch mal was. Beim linken großen Säulenaufgang unten der Boden ist noch unentdeckt. Und da ist auch noch eine Tür. Da ist noch eine Tür. In der Welt Apsu. Gehen wir in die Welt Apsu. Ich gehe in die Welt Apsu. Vielleicht komme ich da mal weiter. Banane. Alter Knopf. So, auf geht's. Ab in die Welt Apsu. Och, jetzt springt er da hoch.
ich muss die Absu komme ich eins weiter links. Ah, geh da hoch, Junge. Die Waffe ist so cool. Wahrscheinlich komplett nutzlos, aber saumäßig cool. Mal gespannt, ob die irgendeinen Nutzen hat. Wahrscheinlich brauche ich sie für irgendeinen Boss. Sie macht so gut wie keinen Schaden. Aber naja. Cool aussehen tut's. Killer ist mir trotzdem lieber. Er ist einfach so unglaublich stark. Okay, also weiter, weiter, weiter. Absu. Muss ich gleich, wenn ich mal dort bin, nochmal irgendwie rauskriegen, wo ich dann genau hin muss. Ich finde die Karte ja schon ziemlich gut von dem Spiel. Auch die Organisation der Länder oder der Welten oder der Levels, die man sehen will, finde ich sehr gut gemacht. Die Übergänge sind sehr schön und dieser Mittelgang, auch wenn er ziemlich langweilig ist, ganz ehrlich, ist auch ganz gut. So, Absu. Da war ich ja vorhin schon mal. So, Moment mal. Da rechts ist noch eine Tür. Da war ich noch gar nicht. Spinnenviecher. Das Offensichtlichste sehe ich wieder mal nicht. Das ist typisch. Oder war die Tür vorher einfach nicht da und ich habe es jetzt mit diesem Code aufgemacht? Da ist ein Knie. Dann habe ich es einfach bloß nicht gesehen. 5 von 5. Cool. Neue Energiebalken bekommen. Ich frage mich, wie viel das es gibt. Ich habe ja gesehen, ich habe ungefähr 60% der Karte entdeckt, als ich vorhin das Spiel gestartet habe. Und 38 oder 40% der Items gefunden. Also ist noch jede Menge... Nee, so viel war es gar nicht. So viel war es gar nicht. Quatsch, was ich da wieder erzähle. Es war nicht viel, was ich da gefunden habe. Nachher nochmal schauen. Aber was macht dieses Reveal Sutra? Das ist echt eine gute Frage. Und jetzt nach links, genau. Nach links und dann nach oben. Und dann wieder nach links. Kann ich dann hier eigentlich hoch? Ja. Mach mal Licht aus. So. Oh. Hier war ich doch schon mal. Warum habe ich hier einen Boss bekämpft? Ich glaube sogar einer der ersten. Oder der erste. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss sowieso dadurch, weil hier keine Tür ist. So. Nee, war nicht der erste. Aber ich glaube der zweite war es. Wir haben nicht bei vielen Bossen diese komischen Blutkugeln gehabt. Ich glaube, das waren nur die ersten beiden. Okay, hier haben wir eine Speicherstation. Hier geht ja gar keine Tür nach links. Alter, was? Gibt's hier irgendwo was zum Bohren? Zum Angucken? Nö. Wieso kann ich denn dann da hoch? Kann da doch nicht umsonst hoch. Kann ich hier irgendwo durch? Sehr seltsam. Da irgendwo durch. Kann ich mich da durchglitschen? Nee. Kann ich mich da durchglitschen? Nein, auch nicht. Wie komme ich denn da links hin? Zu dieser Tür? Muss ich da unten durch? Da muss ich ganz unten rum. Du liebe Güte. Du liebe Güte. Naja, dann. Wo ging es nochmal zur geheimen Welt? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Hier waren die ganzen BVB-Fans. Aus aktuellem Anlass. Sind wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr geworden. Komische Begräbnis. Ah, da unten war auch noch eine Tür. Unter mir. Wie komme ich da hin? Ah, ja, indem ich mich durchglitsche. Und glitsch. Was gibt's denn hier Neues? Eine neue Welt. Ist das eine? Nee, ist immer noch Absu. Aber ganz schwache Gegner. Hätte ich vielleicht mal vor einer geraumen Zeit schon nehmen sollen. Ja.
gibt's eine neue Notiz. Der Sturm. Es schien immer. Ihr versteht kaum die Technologie, und die euch umgibt, behauptet aber, sie beschützen zu wollen. Sie wird uns alle vernichten, wenn es fehlschlägt. Lasst uns wenigstens eure Wiedergeburtskammern reparieren. Tut es, und ich versuche etwas von weniger verbittert zu sein über das, was davor geschah. Okay, aber kein Hinweis auf wie es weitergeht. Das ist langsam auch mal interessant. Hier ein bisschen weiterkommen. Naja. Viel Tamtam um nichts. Gibt's hier was zu gucken, was zu bohren? Okay, also hier war wieder mal nur eine Kleinigkeit. Was war eigentlich hier? Naja. Was war hier nochmal? Gibt's hier irgendwas? Da unten rechts ist auch noch eine einzelne Ecke von dem Raum, der noch nicht entdeckt ist. Guck ich mir mal schnell an, wenn ich sowieso gerade hier bin. Wahrscheinlich ist es aber nur wieder nichts. Ich mache jetzt nur wieder die Pferde scheu. Er ist am Rumplitschen. Waren da vorher auch schon so viele Gegner? So. Was war denn da rechts? Achso, ja, das waren diese komischen Pilz-Jungs. Aber hier, haben wir doch noch was. Sogar eine Tür nach unten. Ich bin ja schwer begeistert. Gehen wir da mal noch rein. Ja. Moment mal. Dich kenne ich doch. In dem Raum war ich doch schon mal. Ja. Ist ja gut. Komm. In dem Raum war ich doch schon mal. Ganz schön, hier war ich schon mal. Aber gut. Oh, Zombies mit blauer Zunge. Ja, die hat ein bisschen mehr aus. Aber auch ein bisschen. Alter, die macht ja gar keinen Schaden. Das ist cool, aber nichts. Kein Vergleich zum guten alten Killer. So, hier gibt es doch bestimmt wieder eine nutzlose Notiz oder so, die ich nicht lesen kann. Ja, Jungs, bleibt mal locker im Gemächt. Ah, ne, in einem Knotenpunkt. Naja. Habe ich mir jetzt auch ein bisschen mehr davon versprochen. 4 von 6. Aber auch gut, auch gut. Je mehr ich aushalte und je mehr ich Schaden mache, desto besser komme ich dann da oben in diesem Raum mit diesen komischen Killer-Robotern weiter. Die haben mich ja auch schon ziemlich zerlegt. Das ist ja schon eine wahre Pracht. Das ist schon fast peinlich. Kann man denn hier noch was gucken? Nee. Nur wieder hoch. Und erst wieder umhüpfen. Hier gibt es sonst nichts, aber hier war ich vorher. Ich frage mich, warum das nicht entdeckt war. So. War da oben noch was? Ja. Da noch irgendwo was angucken, was bohren. Generell ist mir hier zu wenig zu bohren, oder ich sehe es einfach bloß nicht. Natürlich auch sein. Ah, jetzt weiß ich auch, warum ich davor schon mal war. Da oben konnte ich mich durchglitschen, aber ich kam dann da nicht weiter, weil ich da den Trenchcoat dafür gebraucht habe. Jetzt weiß ich es wieder. Ich frage mich nur, warum es das nicht angezeigt hat. Was ist eigentlich mit dem da nicht in Ordnung? Der ist ja mal voll auf Crack. So, dich habe ich zu einem Grafikfehler gemacht. So, weg mit dir. So. Wo wollte ich denn eigentlich nochmal hin? Ich habe es völlig vergessen. Links, da war noch unerforschte Gebiete. Weg da. Zum Glück könnt ihr mit jemand anders, nicht mit mir. Bin ich in der Stimmung heute. Migräne. Ich wollte nach oben zu der Tür, und da links war auch noch unten der Boden noch nicht entdeckt. Ja, tschüss. Die HP nehme ich aber gerne mit. Dankeschön. Ich mache das Licht aus, und da ist noch eine Notiz. Auch wenn ich damit vielleicht nichts anfangen kann. Lebensgrüne. Naja. So, tschüss. Tschüss. Ist hier sonst noch irgendwo was? So, da links unten, da war noch der Boden
der noch nicht definiert ist. Habe ich ihn einfach nur nicht erkannt. So, dann machen wir mal ein bisschen Action hier. Bohr dich da mal durch, Junge. Da schicken wir eine Bombe los. Selbst durchbohren. Das ist ja nett. Okay, hier haben wir eine Tür. Dort links geht es uns nirgends weiter. Da ist auch wieder eine Tür nach oben. Der Zombie. Da komme ich ja nur mit der Drohne. So. Och, bin ich dämlich. Junge, Junge. Und Abfahrt. So, was haben wir denn hier? Ein Reichweiten-Upgrade. Oder Reichweite ist es. Reichweitenknotenpunkt. Erhöht die Reichweite dauerhaft in geeigneten Fällen. Supi! Auch trotzdem ein bisschen mehr davon versprochen. Ich würde mal so langsam gerne wieder ein bisschen storyrelevant weiterkommen. Wir haben jetzt die alte repariert, wir haben die Übersetzung gekriegt. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Hier wieder raus. Hier komme ich durch. Ah ja. Hier durchglitschen. Okay, okay, alles gut. Alles gut. So, na komm schon. Das ist so ein komisches Gebiet. So. Bumm. Weg. Komme ich denn hier weiter? Nö, wahrscheinlich nicht. Okay, aber das wäre auch erledigt. Ich könnte neue Bomben gebrauchen, Jungs. Wie wär's denn mal? Und hier links. Chill mal. Und hier unten ist auch noch was. Das war eigentlich nicht der Plan. Da irgendwo nach unten. Aha! Drohnen-Action. Da unten gibt es bestimmt irgendwas Feines, Leckeres. Hier gibt es einen Knotenpunkt, da bin ich mir ganz sicher. Nee, neuen Zettel. Auch gut. Transkription. Gespräch mit A3. A9, wer bist du? Ich bin Telal. Was machst du hier? Udo Kuhl. Was bedeutet Udo Kuhl? Unverständlich. Dämon. Wie sieht er aus? Unverständlich. Ist Telan ein Udo Kuhl? Nein. Was ist Telan? Unverständlich. Was wurde aus Athetos? Ich bin Athetos. Aber du sagtest gerade, du bist Telan. Keine Antwort. Wie kannst du Athetos sein, wenn du Telan bist? Ich bin Telan. Wer denkst du, bin ich? Athetos. Warum hast du mich angegriffen? Keine Antwort. Erinnerst du dich, dass du mich angegriffen hast? Telal, Angriff, Dämon. Das war ja mal ein vielversprechendes Gespräch. Ich weiß auch nicht so ganz, was es mir sagen soll. Hier noch irgendwas machen? Nö, dann zurück. Zurück zu Lück. Da unten. Moment mal. Unter mir. Unter mir war noch was. Da. Da muss ich noch mal schauen. Oder habe ich es einfach nur nicht erkannt? Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Irgendwas ist hier noch. Der Boden ist nicht abgegrenzt. Das heißt, hier muss irgendwas sein. Wie komme ich denn dann hin? Da ist alles zu. Da dürfte nichts sein. Kann meine Drohne auch porten? Nö. Nee. Komisch. Da ist was. Hundertprozentig ist da was. Ist hier irgendwo noch weit?
mysteriös schon wieder. Links. Das hier wäre eigentlich ideal, sage ich jetzt mal. Oder hier. Oder ist nichts. Schon dreimal abgegangen. Da ist noch irgendwas. Irgendwas ist da. Vielleicht komme ich da anders hin. Das ist einen anderen Weg darunter. Ist aber auch nichts mehr. Komisch, 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 komisch. Okay, suche ich ein anderes Mal. Jetzt gehe ich zuerst nach oben und dann nach rechts. Das sind nämlich noch zwei Türen, die nach oben aufgehen. Die ich noch nicht untersuchen konnte. Oh Gott, das war jetzt aber richtig schlecht. So, zack, zack. Und hier nach rechts, genau. Da oben ist auch noch eine Tür nach links. Ja, komm, Baum. Bleib mal locker jetzt. So. Was haben wir denn hier? Bäume. Das sieht doch ein bisschen vielversprechender aus. Auch wenn die Jungs hier ein bisschen, naja. Ah, Energieknoten sind. Besser als nichts, sage ich da. Oh, da drüben. Gib mal die Bombe. Abfahrt. Da haben wir doch noch mehr. Oh, da haben wir tatsächlich noch mehr. Noch ein Energieknotenpunkt. Cool. 6 von 6. Mehr Power. Ich habe keine Bomben mehr. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal wieder Bomben sammeln, bevor ich hier weitermachen kann. Wo sammle ich denn am besten diese Bomben? Hier nicht. Freund Baum, hast du mir was zu sagen? Oder zu geben? Nein! Du bist kein netter Baum. So, da ich hier durch. Jawohl. Da rechts ist noch eine Tür. Da komme ich vielleicht zum gleichen Punkt wie eben. Nur von der anderen Seite. Da würde ich ja fast Geld drauf wetten. Da war der Energieknotenpunkt. Also der zweite. Ist hier vielleicht. Kann ich das auch so scannen? Ich hätte auch schauen können, ob ich das normal scannen kann. Ich bin ja auch ein Idiot. So, zumindest habe ich zwei Bomben. Da oben, was ist da oben? Oh! Das war gar nicht so schlecht. Oh, das war allerdings umso schlechter. Erstmal hier schauen. Gibt's noch was? Komm schon, Junge. Lass dich nicht so lange bitten. So, Energieknotenpunkt, dankeschön. 1 von 6. Kann ich denn hier auch so durch? Nö. Dann zur Sicherheit einfach nochmal. Oh. Das Ganze wegmachen hier. Hier ging es zum gleichen. Ja, das war der gleiche. Nur von zwei verschiedenen Seiten. Okay, dann haben wir noch da drüben. Die Ecke. Und jetzt. Nein, das war nichts. Skill Level over 9000. Na also. Und noch ein Energieknotenpunkt. Hat sich ja gelohnt. Drei Stück insgesamt. Schon wieder